B2.4. Im Dreieck ABD berührt der Innenkreis K die Seite AB im Punkt E und die Seite AD im Punkt F. Zeichnen Sie den Innenkreis K mit seinem Mittelpunkt M und die Strecke ME und MF in die Zeichnung zu B2.1 ein. So, ich habe die Zeichnung mal nochmal eingefügt. Wo ist was zu finden? Also, wir haben einen Innenkreis und die Seite AB, der Kreis berührt die Seite AB im Punkt E und die Seite AD im Punkt F. Der Innenkreis soll vom Dreieck ABD gezeichnet werden. Wer nicht mehr weiß, wie man den zeichnet, darf gerade in der Formelsammlung nachschauen. Da steht auf Seite 28, die drei Winkelhabierende schneiden sich in einem Punkt W und W ist dieser Mittelpunkt des Innenkreises. Also müssen wir nichts anderes tun, als hier die Winkelhalbierenden einzeichnen. Am einfachsten ist es, wir nehmen den Winkel bei D, also 90 Grad Winkel. Weil da wissen wir, die Hälfte von ist 45 Grad. Das ist jetzt ein bisschen schief geworden. Ja, mache ich es mal größer. So. Also hier ist eine Winkelhalbierende und den Winkel bei B, also den Winkel Beta kennen wir ja auch schon. Der war 48,36 Grad. Wenn man da jetzt ungefähr die Hälfte nimmt, sind es 24 Grad für diesen Winkel. Also bekommen wir auch die noch eine Winkelhalbierende. Und da, wo sich diese Winkelhalbierenden schneiden, dort liegt unser Mittelpunkt M. So, jetzt müssen wir noch den Innenkreis einzeichnen. Woher kriege ich jetzt den Radius? Ja, hier heißt ja die Berührpunkte E und F mit den Seiten. Das sind jetzt nichts anderes als der Abstand des Punktes F zu dieser, das Abstand des Mittelpunktes M zu diesen Dreieckseiten. Ja, hier, der hier muss senkrecht liegen, das ist der Abstand. Und das genau das gleiche machen wir bei AB auch noch zu M hoch. So. Und das ist eigentlich nichts anderes als der Radius. Ja? Der Kreis um Punkt M soll ja hier diesen das Dreieck berühren und hier ebenfalls. So, jetzt gibt es noch ein Dreieck, um M zu zeichnen mit Radius von M nach E bzw. von M nach F. Da ist natürlich ein Zirkel ein hilfreiches Instrument. Den habe ich jetzt auf dem PC nicht, also probiere ich jetzt mal so, ja, so genau wie möglich zu zeichnen. Ja, Computer hilft ein bisschen nach. Also so ungefähr muss der Kreis aussehen. So, war noch etwas Weißes gedacht? Nee. Zeichnen Sie den Kreis K, haben wir jetzt, das ist der Kreis K. Mit seinem Mittelpunkt M ist gegeben und die Strecken ME, E ist der untere Punkt, und die Strecke MF mit F auf AD haben wir auch. Dann ist die Aufgabe schon fertig.